Was geht ab, Leute? Ich bin Dennis und heute zeige ich euch Penetration. Nein, nicht diese Penetration. Ich meine natürlich den Trick Penetration. Dafür braucht ihr nur einen Stift, einen Geldschein und ein Stück Papier. Ich meine, was soll das hier gerade, Dennis? Kannst du mir das erklären? Was passiert hier gerade? Ja, ich dachte, du bist beschäftigt und so und dann mache ich heute mal das Tutorial. Was? Nein, gib mir den Stift. Aber das Geld nehme ich auch gerne. Nicht den Geldschein. Steh auf. Weg mit dir. Versuch es tot, ein verkackter Zwacken. Unfassbar. Einfach nur unfassbar. Macht man seit einer Woche kein Tutorial, schon geierte Dennis richtig rum hier. Aber egal. Erstmal muss sich das hier richtig anfangen. Was geht? Ach, wisst ihr was? Ihr habt das gerade sowieso schon gehört. Ja, ich zeige euch Penetration, einen Trick mit dem Geldschein, ein Stift und ein Stück Papier. Und wie immer geht es erstmal zur Performance. Bam! Für diesen Trick braucht ihr erstmal einen Geldschein und ihr faltet es erstmal und packt ein Stück Papier drumrum. Ich stimme jetzt dazu auf und ihr nehmt eben hier den Stift und packt das erstmal hier durch. So, dass ihr das hier seht, dass es durch ist. Okay? So. Und das Erstaunliche ist, wenn ich das jetzt nehme, ich mache das mal mit meinem Körper, dann seht ihr nicht nur, dass es durchgegangen ist, sondern ihr hört auch, dass es durchgegangen ist. Und wenn ich das jetzt nehme, seht ihr, dass sich hier ein dickes, fettes Loch im Papier befindet. Hier ein Loch drin. Ja? Aber wenn ihr ganz genau hier hinschaut und ich mit meinen Fingern reibe, ganz kurz reibe, dann sieht es so aus, als ob es wieder vollkommen heil ist. Und das ist Penetration. So, jetzt habt ihr gesehen, wie der Trick aussieht. Und auf geht's zum Tutorial. Was passiert hier heute? Für diesen Trick braucht ihr einen Geldschein, einen Stift und ein Stück Papier. Ich packe das Papier und den Stift einfach weg, um euch erstmals das Geheimnis dieses Tricks zu zeigen. Das Geheimnis dieses Tricks ist folgende. Ihr habt von vornherein hier schon ein Loch im Geldschein. Das wird euch nämlich den Trick ermöglichen. Dieser Riss ist ganz genau da, wo der silberne Streifen anfängt. Das wird helfen, diesen zu kaschieren. Die Art und Weise, wie ihr das macht, ist folgende. Ihr werdet den Geldschein länglich falten. Und ganz genau da, wo der silberne Streifen anfängt, werdet ihr den Geldschein anreißen. Natürlich wollt ihr den Schein nicht durchreißen, sondern den Riss nur so groß machen, dass später ein Stift dadurch passt. Somit habt ihr ein Loch kreiert, was groß genug ist, dass ein Stift durchpasst. Das ist eure kleine Präparation und jetzt könnt ihr anfangen, den Trick zu zeigen. Dazu faltet ihr erstmal den Geldschein, aber nicht perfekt in zwei Hälften falten, sondern so, dass es vorne noch kürzer ist und hinten ein bisschen länger. Schaut euch das einfach bei mir an. Hier befindet sich der Riss. So würde eure Ansicht sein. Und diese Seite zeigt ihr dem Zuschauer, wenn ihr den Trick durchführt. Jetzt nehmt ihr das Stück Papier, faltet es in zwei Hälften und packt es so auf den Geldschein rauf. Das ist ja eure Ansicht. So haltet ihr alles, wenn ihr den Trick zeigt. Nun nehmt ihr einfach den Stift und ihr packt einfach den Stift durch dieses Loch hier. Ich mache das euch mal vor. Von hier sieht das gut aus, aber wenn ihr den Zettel wegpackt, dann seht ihr, was wirklich passiert. Wie ihr bemerkt, geht der Stift einfach hinten rum. Und dazu braucht ihr natürlich das Stück Papier, um diesen Fakt zu verbergen. Ihr merkt ja, wie unglaublich fair das eigentlich aussieht. Ihr könnt auch das hier machen, damit es noch authentischer wirkt. Ihr solltet das aber nicht zu weit machen, sonst sieht der Zuschauer das hier. Ein bisschen reicht schon, das macht den Trick noch verblüffender. Jetzt würde ich normalerweise mit Hilfe meines Körpers den Stift durch das Papier durchdrücken. In diesem Fall mache ich das einfach mit meinem Zeigefinger. Der Zuschauer sieht nicht nur, sondern hört auch, dass der Stift tatsächlich durchgeht. Aber wir wissen natürlich, dass der Stift nicht tatsächlich durch den Geldschein durchgegangen ist. Jetzt könnt ihr den Stift entfernen.
und dann entfernt er den Zettel und zeigt, dass da ein großes Loch drin ist. Und von hier an müsst ihr einfach nur noch den Geldschein öffnen und mit euren Fingern in der Mitte reiben, um sozusagen so zu tun, als ob ihr das Loch heilen würdet. Ab diesem Zeitpunkt ist es einfach wichtig, den magischen Moment zu kreieren. Und nun könnt ihr einfach dem Zuschauer zeigen, dass der Geldschein unversehrt ist. Ihr müsst aber natürlich vorsichtig sein, dass er nicht aus Versehen diesen Riss hier zeigt. Deswegen würde ich euch empfehlen, den Geldschein mit eurer Hand so zu halten, dass dieser Riss immer verdeckt wird. Und wenn ihr den Geldschein dreht, könnt ihr es auf diese Art und Weise machen, damit bleibt der Riss immer noch unsichtbar. Ihr müsst einfach diese Bewegung ein, zwei Mal üben und dann habt ihr es drauf. Und das war es eigentlich auch schon. Das ist Penetration. So, ich hoffe, das Tutorial war lehrreich für euch und falls euch das Video gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert meinen Channel und schreibt mir unten in den Kommentaren, was ihr als nächstes sehen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. I'm out. Ich meine, wirklich jetzt? Wirklich nochmal? Ich war ungelogen, nur für 5 Minuten weg, um auf die Toilette zu gehen. Und du bringst das Gleiche nochmal? Hey, ich dachte, ich hab schon Intro gemacht. Ich hab Outro und dann lass ich mich nicht verjagen. Weg mit dir. Outro. Unfassbar. Man ist wirklich ungelogen für 5 Minuten weg und schon versucht der Dennis einen zu Mark Zuckerbergen.